nach dem Spiel Austria Wien gewinnt, daheim gegen die SC Tirol mit 2:1 und ist dabei 60 Minuten lang im Unterzahl. Dann ist der Defense dann also nicht gespielt. Ja, das war ein richtiger Lauf über diese drei Punkte. Wir haben die Spieler aber nicht gut begonnen, haben gute Spieler entkommen. Man hat auch gesehen, dass wir spielerisch wieder besser waren. Dann kommt zu einer Situation mit der Wahl, wo wir in der Meinung sind, dass wir die Karte geben können. Das sind wir gleich mit diesem Rentner. Also wenn er bis 100% ist, vielleicht für uns morgen, dann ist er nicht so was dazu. Wie jeder gerade gesehen hat, habe ich in der Sekunde dann den letzten Tag gewartet, weil ich noch nicht so gesehen hätte. Ja, weiterhin so was dann ein unglaublicher Kampf meiner Mannschaft. Also das sind dann Moral. Wir wissen natürlich auch, dass wir die Spiele ganz unglücklich gewonnen haben. Aber ja, wir haben auch einmal eine andere Dreisatz gehabt. Und ich glaube, dass wir die Gemeinschaft mit dieser Einstellung, mit dieser Zweikampfbereitschaft, mit dieser Leistbereitschaft, diese drei Punkte heute verdient hat, die wir an der letzten Woche zufrieden gemacht haben. Wir können am Anfang nur gratulieren, dass wir als Einstellung, wir wollten heute unbedingt als Mannschaft wieder auftreten, nicht so wie die letzten 30 Minuten einfach, sondern als Team, wo einer für den anderen kämpft und heute dann wieder mit 100% zu verlieren. Ich habe jetzt bitte noch was sagen, bitte ein gutes Freizeichen, aber bitte mit dem Nächsten, bitte für die Kommission zu bekommen. Ich habe das Ganze über diese Präsenten, die ein großes Mühen zu machen. Ein Mühen zu machen. Also, ich habe das Ganze über die Kommission, die wirklich so ein bisschen zu machen, die ich freue mich natürlich viel, weil man so sieht, dass ich da was getan habe. Aber man hat immer ganz glücklich mit mir, was er verstehen kann. Und man weiß richtig, dass er kapiert, dass er mit mir gut verstehen kann, sondern dass er alles für den Mann gefallen ist. Dass er viel Spiel da sein muss, dass er bereit sein muss, für die Mannschaft auch zu leiden, in einer seiner Möglichkeit. Ich weiß, dass er körperliche Voraussetzungen andere hat, aber dann muss er lernen, dass er für diese Arbeit lernen. Die Entwicklung, die in letzter Zeit genommen hat, das heißt, jeder kennt ihn ja noch aus den Jahren davor, die Gestiken, diese negative Körpersprache, diese Fehlbären nach Ballverlusten, das hat er alles nicht mehr, hat wirklich eine gute Vorbereitung gemacht. Ich sehe, dass er komplett gedreht hat. Man sieht natürlich auch noch das Potenzial nach oben. Aber der Riesenkicker ist klar, unser Verhältnis hat sich komplett gewandelt und hat gemerkt, dass es Sinn macht, dass die Trainer mal zu hören und ja, man muss das Basis mit Sinn zu arbeiten. Das war nicht immer so. Und ich hoffe, dass auf diesem Weg bleibt. Und jetzt werde ich, was zu machen, dass wir aus Berlin eine riesige Freude mit ihm haben. Ja, natürlich. Ich weiß jetzt bald. Also was er jetzt privat alles macht, dass ich bin kein Trainer, der die Spieler kontrolliert und nachfährt. Das interessiert mich nicht. Ich sehe das im Training und im Spiel, dass das Spieler fit ist oder nicht. Aber natürlich hat er lernen müssen, was es bedeutet, im Fußball zu sein. Dass es harte Arbeit ist, um dann im Spiel seine Leistung bringen zu können. Und dass es nicht nur genügt, ein Fußballstarken Fuß zu haben, ein Fußballstarken Fuß zu haben. Und das körperliche Instanz bekommen wir diese Situationen. Ich glaube, dass wir vor allem in dieser Situation nicht bekommen werden. Ich würde sagen, dass ich mehr Gefühl als Gefühl habe, der Potenzial, der Potenzial ist voll und das hat auch ein Problem, das bringt eigentlich für alle Gefühle. Also ich sehe immer den Menschen im Spiel, ich sehe die Probleme, die wir als Privatanlage haben, ich sehe alles nicht, was der Problem ist, aber ich glaube, dass es für mich gut ist, mich für den Spieler zu interessieren und zu helfen und zu unterstützen und auch als ein anderer Mensch ist. Mit anderen Problemen, die er im Rückschlag, den er da hinten mitzählt, weil trotzdem muss er wissen, dass es bedeutet, dass es nicht da ist, sondern ich habe das Gefühl, dass es in die richtige Richtung geht. Dann kann man kurz das Gefühl, dass man gar nicht hat. Also, wenn man sich daran erinnert, dass man sich nicht so gut hat, 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 dass man sich nicht so gut hat,
Aber das einfach, das ist schon Verteidigung, das wird nicht passieren, wenn wir nicht mehr, das haben wir auch gemacht, vor allem den Fallen zum Beispiel, die auch irgendwie reitern wird, zum Beispiel natürlich. Es gibt dann immer wieder so Fallsituationen, so Situationen, wo man sich das Spiel an gewisse Dinge nicht macht, das ist dann nicht mehr hin. Und dann muss man halt einfach arbeiten, dass wir ruhiger werden, dass aber auch Spieler die Verantwortung übernehmen und dann die Spieler einteilen, also das Platzsystem. Das ist halt eine Geschichte, wir haben jetzt wieder einen neuen Einsatz angefangen. Wir haben viele neue Spieler dazu bekommen. Wir müssen unser Spiel, wir müssen unser Spiel erstellen. Wir haben heute gesehen, wir haben einen wesentlichen besseren Fußball gespielt als letzte Woche. Und dann müssen wir dann wieder weitermachen. Ich Ich glaube, das ist eine wichtige Hilfe aus dem Praxis, wenn man gut kommuniziert und sich gut einsetzt, kann man vieles im Vorhinein verhindern. Zu dieser Frage, was mir da durch den Kopf geht, also ich war überzeugt davon, dass wir, dass ich das nicht mehr passiert, natürlich war es vor allem, hätte wieder passieren können, aber ich gehe mit dieser Einstellung allein und ich gehe mit diesem negativen Gedanken, wenn das Team an mir dann vielleicht nicht erkennen, wenn wir dann sechs Jahre kommen und da bekommen, ob so eine zweite oder dritte sind. Ich gehe davon aus und ich denke auch, dass wir uns daran gebraucht haben und dass wir uns darüber gebraucht haben. Thank you.
immer gesagt, dass er nicht so gut ist, der Künstler, der das im Einsatz der Trainerkunden, wie man das dafür kann, wenn es angewandt, wenn sie noch großartig damit beschäftigt, ob es die Spieler im Hinterkopf vielleicht besser sein oder andere Meinung, nein, das könnte möglich sein, aber wenn das besprechen mit der Mannschaft in den Teamsitzungen, dass das so kommen kann, wie es dann das wird, ist das dann die Medien natürlich vor allem, diese super Geschichte, das ist auch schön. Aber wenn wir jetzt weiter gewonnen hätten, hätten wir dann super stark gewesen. Und jetzt mit diesem Minus-3-Punkt, das hat sich wahrscheinlich noch nicht so positiv an, aber wir haben jetzt die Möglichkeit, in den letzten Runden, wenn wir gut denken, immer noch eine gute Zeit hinzulegen. Ja, und das ist auch das Risiko, dass wir das erleben dürfen. Das war halt die ganze Saison, dass das leider viel gekämpft. Ja, das hat man heute gesehen, wie man einfach gekämpft hat, wie das immer im Gelände und auch eher, wenn es halt dann in Wende reicht, oder sich dann wieder mal so drin, wie man das tut. Wir müssen auch sehen, dass das Spieler sind, die später zum Einsatz gekommen sind, die viel mehr kommen, die viel mehr kommen, die viel mehr kommen, die viel mehr kommen, die viel mehr besser wurde, weil ein Teil von uns, aber die irgendwann mal heute gesehen hat, damit wir die Zeit bekommen davon nur. Und ja, der letzte Vergleich ist nur, dass das ist bei uns gegangen, aber das sind wir in der Kabine, die Zeit bekommen können. Und das ist das auch so schön, wie das sind die Durchsicht meiner Mannschaft, die müssen sie bringen, und wenn wir natürlich das Spieler verlieren. Thank you.